so, oh, das nervt wirklich, dass die Dinger immer da reinfallen. Zum Glück habe ich ein Texture Pack, wo man das einigermaßen gut sehen kann, ob da was drin liegt. Hier liegt nichts mehr, da auch nicht. Gut, dann crafte ich noch mal ein bisschen. Für was anderes braucht man das sowieso nicht. Also können wir jetzt auch mal die Materialien nutzen, die wir haben, wirklich. So. Ach. Cool, hat genau gereicht. Und mal sehen. Ach, die sind mit auf dem Feld hier. Ach, das war ja der Bibliothekar, stimmt. Also hier der, komm. Ich handle mal eine Runde. Was hast du hier? Ach so, das war das Glück 2 Buch. So, nochmal 19 drauf. Und jetzt geht's nicht mehr, na toll. Hä? Ach, guck mal, hier, die machen gerade wieder was. Ach nee, auch sowas hatte ich immer hier. Kompass und... Ach so, geht noch weiter. Bücherregal, das ist eigentlich cool. Ach, 4 gegen 1. Ach so. Ach nö. Ach, ich mach das jetzt eigentlich nur, damit ich es mal gemacht habe. Und jetzt ist das wieder freigeschaltet. Cool. Kann ich weitermachen? So, ich mache natürlich so lange, wie wir können. Dann wieder neu. Also das hier gefällt mir wirklich. Da machen wir vor allem auch mal was, was nicht überall schon gezeigt wurde. Was nicht jeder schon mal gemacht hat. Ach, 2 beschriebene Bücher. Die kann man ja stacken mittlerweile, ne? Wenn die... Man muss die also kopieren. Das ist ja dumm. Warum nimmt er sowas? 12... Also wirklich, es reicht ja wohl, hä? 1 Smaragd für 4 Glas, das ist auch mir zu blöd. Dann nehme ich lieber das nochmal. So. Ich glaube, wenn die gerade handeln, können die keine Kinder machen. Bin mir nicht sicher. So. So, ne? Ah, scheiße. Muss jetzt wieder irgendwas... Ich will nicht, ich gehe immer weniger, weißt du? Vorhin hatte ich noch 27. Dann habe ich 4 hier für ausgegeben. Und dann hatte ich nur noch 25. Dann habe ich wieder 2 dazu bekommen. Und ach, keine Ahnung. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob das sich jetzt hier wirklich lohnt, ewig rumzustehen und so. Aber ich mache es trotzdem nochmal. Komm. Haben wir jetzt zwar unnützig Bücherregale, die brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben sie mal gebraucht. Ach komm. Ja komm, jetzt, die wollen unbedingt Vögeln, dann machen die das mal. Oder... was ist mit dem los? Wieder zu der da draußen? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. So. Ich gehe mal in mein Haus und... Ach guck mal, unsere Level sind ja ganz hoch gestiegen. Die waren vorhin noch auf 42. Jetzt haben wir 44. Lohnt sich also schon. Haben wir auch irgendwo Enderperlen oder so? Ich weiß es gerade nicht. Hier tue ich mal nochmal das Papier. Hier tue ich nochmal das Papier rein. Alter, ich kann nicht sprechen. Schlimm. Ich glaube, Enderperlen kommen hier rein. Ich bin mir nicht sicher, oder? Kommen die hier oben? Nee. Ich blick aber auch nicht durch hier, ne? Ganz schlimm. So, hier ist jetzt auch nichts mehr drin. Na, was mache ich denn hier? Abbauen. Mitkommen. Und ich verziehe mich wieder in meine Mine und von G. Ja, geiler Deutsch. Ich glaube, ich kommentiere nicht mal alles, was ich gerade in diesem Moment mache, sondern mach's einfach. Ist, glaube ich, ein bisschen schlauer. Und dass da unten immer so ein Schank nicht lädt, richtig. Das checke ich auch nicht so richtig, aber... Na, sollen sie mal machen hier. Hm.
Sehr schlau. Ich muss mal übrigens wieder mal ein paar Blöcke hier reinmachen in die Leister. Und dann hier nochmal gucken. Hier oben haben wir zum Beispiel noch nicht erkundet. Oh, scheiße. Warte mal. Ich mach das mal lieber so. Schnell löschen. So. Ah ja, hier hat die Lava wieder alles weggebrannt. Das ist immer blöd, wenn die Lava von oben kommt. Und es brennt immer alles weg. Andererseits ist es aber auch gut, weil man dann ein bisschen mehr freie Sicht hat. Nehmen wir mal ein bisschen Eisen mit. Kann nie schaden. Oh, noch mehr. Wir können das Eisen sehr gut gebrauchen für die Villager-Handlungen. Und auch die Kohle. Deswegen nehme ich die jetzt sogar mal in Behutsamkeit mit. Entgegen meiner Natur. Und dann kann man die dann schön anbauen und abbauen und alles. Und da... ja, dann... haben wir eigentlich mal was zu tun, ne? Finde ich ja ganz cool, dass das jetzt langsam mal anläuft mit den Villagern. Und irgendwann, wenn wir keine Lust mehr haben, ziehen wir dann auch wieder in unser altes Gebiet. Habe ich ja gesagt. Oder habe ich zumindest so vorgehabt immer. Ich weiß nicht, ob ich schon mal angekündigt habe. Und weil da sind auch noch ein paar Sachen fertig zu machen. Und ich will ja nicht ewig in einem Dorf da verrotten, ne? Und da haben wir also noch viele Möglichkeiten, hier in dem Let's Play voranzukommen. Das ist schon mal sehr schön. So, und immer die Augen offen halten, ob noch irgendwo was ist. Nämlich mittlerweile bin ich ja so verwöhnt, dass ich das schon gar nicht mehr sehe. Hier das Eisen und die Kohle und alles. Aber wir brauchen das jetzt wieder mal endlich. Damit wir Smaragde kriegen. Die Smaragde können wir uns dann irgendwo hinhängen. Ich weiß gar nicht, wofür wir die Smaragde brauchen, aber YOLO. Ich hol die mir einfach. Und wir werden dann schon sehen, wofür wir sie gebrauchen. Irgendwann braucht man irgendwas immer. Und es kommt bestimmt noch ein geiler Deal raus irgendwie. Wo wir dann was richtig Geiles bei rumkriegen. Das könnte ich, da könnte ich drauf wetten. So, ich nehme jetzt wirklich alles mit, was ich sehe hier. Da wird jetzt nichts mehr übersehen. Oder nicht übersehen, aber man ist halt zu faul geworden, ne? Wenn man alles in den Arsch geschoben bekommt. Ach so, ich wollte ja, warte mal, ein bisschen was brauche ich auch für Fackeln. Das nehme ich jetzt ruhig auch mal so mit. So, hier noch eine Fackel hin. Und ja, jetzt bin ich eigentlich schon wieder an dem Punkt, wo ich nicht weiß, was ich für ein Thema ansprechen soll. Ich meine, vorhin mit den Dorfbewohnern, da musste man nicht unbedingt ein Thema haben, weil man sich da auch ein bisschen konzentriert und so ein bisschen guckt. Ist vielleicht dann auch noch ein bisschen interessanter. Ah, nur vielleicht, wer weiß. Vielleicht auch nicht jedermanns Geschmack. Aber... ach so, ich kann jetzt übrigens die Sounds auch wieder lauter machen, damit ich hier ein bisschen was höre. Auf 75 hatten wir es ja. So. Ja, aber jetzt wäre schon ein Thema wieder mal angebracht. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich jetzt... naja, ich hatte in dem einen Video mal was angesprochen, ne? In der Timeline-Video. Aber ich wollte mir das vor der Aufnahme nochmal angucken. Aber weil ich ja hier kein Internet habe, ging das nicht. Und mein Handy spackt gerade rum. Deswegen geht auch das mobile Internet nicht. Deswegen konnte ich mir das leider nicht angucken und dann nochmal, weil ich wollte das Thema nochmal ansprechen, weil das in der Timeline, das war die 40-Minuten-Folge und da habe ich erst nach 20 Minuten angefangen über das Thema zu reden und da hat bestimmt keine Sau mehr zugeguckt. Deswegen würde ich das auf jeden Fall nochmal gerne ansprechen im Let's Play. Und das werde ich dann auch tun in der nächsten Aufnahme, wenn ich mir das Video nochmal angeguckt habe, weil ich weiß nicht mal, welches Thema das war, ehrlich gesagt, aber ich weiß, dass es interessant war und ich weiß, dass ich es nochmal ansprechen wollte, ne? So, und das machen wir dann auch. Weil ich kann wetten, kein Schwein hat dieses Video bei 20 Minuten gesehen irgendwann.
Ah, da war ich so richtig spontan, habe ich da so ein Thema angesprochen. Das war richtig cool irgendwie. Und dann, da konnte man auch ein bisschen drüber reden. Ich weiß aber gerade überhaupt, wirklich überhaupt nicht mehr, was es war. Es kann irgendwas mit Politik gewesen sein, es kann irgendwas anderes gewesen sein. Es ist halt manchmal so, man vergisst einfach die Sachen. Es ist ja auch schon Wochen her. Ich weiß gar nicht mehr, wann war das. Pff, keine Ahnung. Jetzt bin ich schon wieder hier. Hier wollte ich gar nicht hin. Aber ich glaube, ich gehe mal da wieder hin, wo ich rausgekommen bin. Gehe ich mal ganz kurz wieder hoch. So, wie lange muss ich eigentlich machen? Wie spät haben wir es jetzt? Achso, ich muss wieder was essen. Also, jetzt ist es 13:44. 13:17 oder so hatte ich angefangen. Oder 18. Nee, 13... Hä, wann hatte ich angefangen? Ach nee, ich habe ja einen Cut ge... Ach, stimmt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Habe ich gerade verwechselt. Wo bin ich hier? Ach so, ich bin durchgelaufen, Alter. Bin ich dumm. Jetzt habe ich wieder hier 1,5 Minuten verpeilt rumgehangen. Weil ich überlege, wie lange ich noch aufnehmen muss. Ich nehme mal bis... Ach, was hatte ich? Leck mich doch. Nehm auf, wie lange ich will. Passt da. So. Ist natürlich jetzt blöd, dass es hier wieder Nacht ist. Ich gehe mal ganz kurz pennen, damit halt die Villager nicht irgendwie getötet werden. Ich habe zwar hier ein bisschen ausgefackelt, aber hier und da sind immer noch Stellen, wo Zombies spawnen können. Und ich habe auch gelesen, dass die Zombies auch spawnen, wenn das Lichtlevel eigentlich zu groß ist. Warum schwimmt er hier? Ich weiß es nicht. Ich tausche mal was. Na? Komm, ich befreie den mal. Was hat die? Effizienz 3. Da haben wir auch noch eine Eisenspitzhacke. Wer braucht denn das? Ganz ehrlich. Die Geräusche immer, ey. Voll schlimm. So. Oh, das sieht schon besser aus. Hier eine Diamantspitzhacke. Aber leider nur mit Haltbarkeit 1 und Effizienz 1. Die kann ich auch kriegen, wenn ich mit Level 8 verzaubere oder so. Also das ist jetzt nichts Großes. Kein großer Gewinn. Manchmal hat man halt ein paar bessere Sachen auch von den Villagern. Kommt immer drauf an, wie sie drauf sind, ne? Manchmal haben sie einen schlechten Tag und da kannst du dir halt um nichts bitten. Zumindest nicht, ohne wieder Stress anzufangen mit denen, ne? So richtig Beef. Oh, scheiße. Das war ein bisschen blöd. Toll, ist die Rüstung wieder runtergegangen. Ich muss ja auch sagen, die Rüstung, die ich hier habe, ist ja noch gar nicht die beste. Man kann ja noch viel upgraden. Guck mal hier, Schusssicher 1 ist ja gar nichts. Haltbarkeit 3, Haltbarkeit 1, Schusssicher 1. Da kann man noch viel upgraden. Und ich glaube, ich hole mir da mal demnächst eine bessere Rüstung von den Villagern halt. Das ist, glaube ich, mein Ziel, weil ich das nicht so verzaubern will. Da habe ich keinen Bock drauf. Sondern ich möchte das mir wirklich von den Villagern holen. Problem ist halt nur, was mache ich mit meinen Leveln, ne? Ich könnte natürlich meinen Level sammeln, bis ich irgendwie 5000 Level habe. Und dann bin ich der Babo, aber... Naja. Früher war das was, weißt du, wenn man viele Level hat, aber heute... ist nichts mehr. Weil man sich ja einfach Level cheaten kann und deswegen... Früher ging das noch nicht so leicht, da brauchte man noch externe Programme. Da brauchte man noch NBT-Edit. Genau. Gibt's heute immer noch, aber das kann man, glaube ich, heute mittlerweile alles per Befehle machen.